Danke für die Einladung, Herr Wittek, dass ich Ihnen hier jetzt ein bisschen was zum Thema Zukunftsmusik, Perspektiven der objektbasierten Produktion noch erzählen darf. Das ist jetzt sozusagen der dankbare oder undankbare Job des Rausschmeißers und an der Stelle auch nach der wunderschönen Musik, die wir gerade gehört haben, muss ich leider ein bisschen sehr viel profaner werden, nämlich zum Thema, was der Rundfunk so treibt und wie die Zukunft des Rundfunks aussieht. Heute Morgen, Herr Heinzmann hat schon einige Dinge, da komme ich auch gleich noch ein bisschen drauf, auf diese Art und Weise, welche Überlegungen der Rundfunk in seiner Struktur so hat, in der Technik und was wir da in Zukunft, was uns eigentlich bevorsteht, nicht weil wir es so unglaublich gerne wollen, sondern weil es da so gewisse Treiber gibt und Fragen, die sich halt mit der Zukunft des Rundfunks oder wie wir ihn kennen, überhaupt beschäftigen. Und State of the Art, das kennen wir eigentlich, so sieht es in einem Rundfunk, in einem Hörspielstudio ja heutzutage aus. Wir kennen die altbekannten DAWs, die wir haben die Räume, wir haben die Controller. Wir haben alles Mögliche, das ist eines unserer großen Hörspielstudios, was erst vor 2 Jahren jetzt noch digitalisiert wurde. Vorher war da noch ein analoges Neumann-Pult drin aus den 80er Jahren. Irgendwann natürlich inzwischen hat man dann eben die DAWs von Firma A, B und C da drin, die wir dann hin und her schieben und alles sehr modular aufbaut. Was wir auch gerade wunderbar gehört haben, ein Freund von mir hatte letzthin die Gelegenheit, mit diesem Pult mal zu arbeiten. Ich weiß nicht, kann man das hinten noch erkennen, was es ist? Das ist das berühmte TG-12345 von der EMI aus den späten 60er Jahren. Allerdings das ist das Mark II, das was damals 1968 in Abbey Road zum Beispiel so ein Bautyp reingebaut wurde, mit dem dann Beatles Abbey Road aufgenommen wurde, weil sie vorher noch die Red-Konsolen drin hatten. Ich habe natürlich auch zu Hause so ein Gerät noch mir damals aus den Beständen gesichert, weil ich halt einfach das Gerät wunderbar finde, unkaputtbar. Aber dieses Ding ist halt auch das Sinnbild für den Rundfunk. Und wenn man sich mal nur überlegt, was wäre gewesen, wenn es kein Tonband gegeben hätte, wie hätte der Rundfunk, ich rede jetzt mal nur vom Rundfunk, nicht von der Schallplatte, dass Direktschnitt geht, haben wir ja gerade auch erfahren, aber wie anders hätte der Rundfunk sich entwickelt, wenn wir nicht das Tonband und die Editiermöglichkeiten bekommen hätten. 1935, Einführung dann in den 40er Jahren. Aber das ist die Repräsentanz des sogenannten linearen Mediums. Alles, was ich auf diesem Band linear habe, spiele ich ab. Und meine These an der Stelle ist, was wir in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich gemacht haben, selbst in der Digitalisierung, ist eigentlich immer noch das Abbild des Analogen mit dem, was wir heute machen. Und jetzt ist natürlich, Herr Heinzmann hat es heute Morgen angedeutet, jetzt steht sozusagen diese Vermischung von diesen Seiten, was Internet seit 25 Jahren bedeutet und dem, was Produktionstechnologie heute macht, diese Vermischung ist jetzt sozusagen vor der Haustür angekommen und wir müssen überlegen, was wir in Zukunft machen. Unsere Strategen im Hause, das sind vorwiegend die Intendanten, die Manager, die Medienforscher und die Analysten, welche Fragen treibt denn die um? Und das sind eigentlich so diese Standardfragen, ja, werden wir mit unseren Angeboten in 10 Jahren überhaupt noch eine Rolle spielen? Ich rede jetzt, wie gesagt, vom Rundfunk, von dem, was wir öffentlich-rechtliche Rundfunk nennen. Wie viele Ausspielwege müssen wir bestücken? Welche Formate müssen wir befüllen? Können wir mit den Medienentwicklungen, die da draußen stattfinden, überhaupt noch Schritt halten? Treiben wir die Technik, was wir früher gemacht haben, oder treibt die Technik inzwischen uns? Schöne Frage immer wieder, ich komme zurück aus dem Valley. Ah, was macht das Valley gerade? Und bitte, wo bleiben bei den gesamten Überlegungen noch die kreativen neuen Ideen? Das ist das, was, sage ich jetzt mal, top-down vom Management sozusagen an Fragen gestellt wird. Und natürlich dann immer wieder die schönen Beispiele. Ja, heutzutage im Rundfunk geht alles zur sogenannten nichtlinearen Nutzung. Was machen wir in unseren Mediatheken? Was bieten wir an? Müssen wir auf YouTube sein? Müssen wir auf Netflix sein? Müssen wir in Maxdome sein? Wie auch immer, es geht jetzt um Audio und Video an der Stelle. Ja, die Personalisierung. Welche Nutzungsszenarien hat der Rundfunk heutzutage? Früher war es das eine Radiogerät. Okay, heutzutage haben wir eine schöne AV-Anlage mit 5.1 Surround, vielleicht 7.1, vielleicht 9, I don't know. Wir haben aber immer noch ein Radiogerät. Wir haben das Auto, ganz wichtig auch für den Rundfunk nach wie vor.
Und wir haben immer mehr diese kleinen Teile da in der Tasche, ne, die natürlich unsere Mediennutzung machen. Hallo, neuer Trend, Interaktivität. Audio, interaktiv, ja, was kann ich damit machen, wie möchte ich das steuern? Ist es jetzt tatsächlich dieses Ding, was uns auch in irgendwelche immersiven Welten reintreibt? Und wenn man sich so anguckt, die aktuellen, einige Sachen, die so als Apps draußen sind mit 360 Grad, Video, wer hat von Ihnen schon mal solche Brillen aufgehabt mit Kopfhörer? Wer von Ihnen hat räumlichen Klang gehabt? Tatsächlich auch in der Bewegung? Genau, das ist also, da kommt jetzt genau die spannende Frage, nämlich was das anbelangt. Und jetzt kommt noch eine ganz schöne Geschichte, die den Rundfunk an sich immer noch, auch immer wieder das macht. Weiß jemand das dazu? Friedhof der Nuscheltiere, sagte das jemandem was? Tatort im Januar mit Til Schweiger, unter anderem, es gibt immer wieder, aber der war halt jetzt relativ berühmt mit dem schönen Hashtag. Ja, man kann ihn unter Umständen nur dann verstehen, wenn man die Untertitel einschaltet. Ja. Also das sind so einige Fragen. Wenn ich den Kreis hier anschaue und ich bin jetzt mal so nassforsch und zähle mich auch ein bisschen dazu, sage, was bewegt jetzt uns an der Stelle? Also nennen wir mal uns die Soundies, die Leute, die sich mit Ton beschäftigen, die Tonmeister, die Rundfunkleute, denen noch Klang so wichtig ist. Ja, wenn wir uns das anschauen, dieses Szenario, und das ist jetzt nur mal ein Beispiel, was wir mit BR Classic machen, an der Stelle, wir haben das Radio, wir haben Webkonzert, also wir produzieren auch nur für das Web zum Abrufen oder im Livestream. Wir machen das Ganze natürlich seit über 10 Jahren auch, wenn möglich, immer parallel in Stereo und 5.1 Surround über den Verbreitungsweg DVB-S, DVB-C, digital geht es wunderbar fürs Heimkino. Im Digitalradio können wir auch im Prinzip DAB Surround machen oder MPEG Surround. Die Frage dann eben, das Ganze aber bitte auch on demand, hinterher online über AAC, Multichannel zum Download oder wie auch immer im Stream. Ja, man überlegen auch zurzeit, oder das können wir auch machen, wollen wir auch machen, vielleicht sogar auf dem einen Ausspielweg das Ganze, was in 5.1 ist, für die Leute, die es dann mobil hören, tatsächlich mit einer dynamischen Binauralsynthese in die Kopfhörer dann als Binaural-Rendering reinzukriegen. Wäre immerhin das Adäquatere, als wenn ich die Stereomischung oder die 5.1-Mischung mit einem schlechten ITU-Downmix in die Stereo mir über die Kopfhörer puste. Wenn ich weiß, dass der Hörer Kopfhörer nutzt, welche, wie gut die sind, in Klammern, lassen wir jetzt mal raus. Okay, dann kommen wir also in dieses Szenario, wieder schöne Schlagworte, was die Soundies so bewegt, aber das brauchen wir gar nicht so genau angucken. Wenn wir noch ein bisschen genauer hinschauen, interessiert uns dennoch auch nicht linear die Personalisierung und da hinten noch irgendwo da unten das Stichwort Metadaten, was wir eigentlich schon mittlerweile gar nicht mehr hören kann, welche Art von Metadaten brauchen wir. So, aber wenn ich das jetzt mal zusammendenke, da kommen diese Überlegungen sozusagen zum Thema Object-Based Broadcasting her. Wenn ich nämlich genau diese Geschichten, diese Themenfelder versuche mal auch ein bisschen ein Stück neu zu denken. Und das kennt man dann auch als Object-Based Production oder eben auch als Object-Based Audio. Das sage ich Ihnen jetzt auch nichts Neues hier, das haben Sie alle schon gehört. Da gibt es so verschiedene Anbieter am Markt, die sagen, es ist Object-Based. Für die Fachleute auch wieder die einen ja mehr, die anderen weniger. Was ist das Ganze? Aber wir versuchen das mal auf der Rundfunkseite jetzt an der Stelle so zu definieren. Object-Based heißt zunächst mal Audio plus Metadaten, also irgendwelche Zusatzinformationen, die über die normale Essenz hinaus, also nur das, was klingt, vielleicht noch ein paar Sachen eben zusätzlich liefert, die man dann hinterher verwerten kann. Das kann heißen, oder es wird auch in vielen Fällen hoffentlich heißen, wir können damit auch immersiv machen, also 3D-Audio in verschiedenen Darstellungswelten, aber nicht nur ausschließlich. Der Rundfunk selber muss noch ein bisschen mehr an Metadaten denken. Versuchen wir es nochmal einfach.
Die Kollegen von der BBC haben da eine schöne Grafik mal produziert, die jetzt ein bisschen übertragen ist, aber so kann man es den einfachen Leuten, die es vielleicht auch nicht vom Fach sind, erklären. Was machen wir bisher? Wir haben ein Programm, wir haben einzelne Bestandteile, setzen die einmal zusammen, sozusagen linear, verpacken die, verschicken die und haben immer mehr das Problem mit den verschiedenen Geräten. Es schaut oder hört sich auf verschiedenen Geräten unter Umständen in verschiedenen Formaten unterschiedlich an. Ja, leben wir damit. Wie gesagt, wer heutzutage zu Hause jetzt den Tatort hört, hört die unter Umständen vielleicht eine 5.1 ITU Downmix und jeder, der diesen ITU Downmix kennt, weiß, ja, der Center ist gar nicht so laut geregelt, brauche ich mich nicht verwundern, wenn also sozusagen in dieser Filmmischung die Atmos, die Klangeffekte lauter sind als unter Umständen die Sprache und noch dazu, wenn der dann nuschelt, ist es völlig vorbei. Objektbasiert. Der Ansatz, ganz einfach, wir können es in Deutschland auch so nennen, kennen wir alle, das IKEA-Prinzip. Wir haben die einzelnen Bestandteile, haben aber das Ganze in der Verpackung, schicken die Verpackung mit den einzelnen Bestandteilen, aber die Aufbauanleitung mit. Was uns gewährleistet, dass ich unter Umständen auf verschiedenen Geräten mit verschiedenen Beregelungen das Zusammensetzen beim Kunden dann wieder individueller gestalten kann oder angepasst an das Gerät und an seine Wiedergabesituation. Kommt noch ein neues Schlagwort, Internet of, halt nein, die nicht, sondern Things. Gut, freut mich. Ich habe am Anfang immer Internet of Things verstanden, deswegen fand ich es dann so irgendwie, ja, ein bisschen rätselhaft ist das ganze Ding ja schon. Ne? Also Internet of Things. Das wird in der Regel gerne so dargestellt und wenn wir das Ganze mal ein bisschen drehen und sagen, okay, wir sind in der Audioproduktion im Rundfunk, dann wird aus dem hier eher vielleicht dann sowas. Das Internet of Things ist unter Umständen auch das Mikrofon, ist der Lautsprecher, ist der Renderer, ist das Mischpult, ist der Kopfhörer, ist das Wiedergabegerät. Wenn wir diesen Gedanken, dass die verschiedenen Geräte alle nur noch eine IP-Adresse haben, irgendwo in einem Netz drin hängen, dann haben wir genau das, was Herr Heinzmann heute Morgen ja auch schon schön gesagt hat, plötzlich diesen Clash of Cultures und dann wird es interessant. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir das alle so wollen, aber es sieht halt einfach auch in vielerlei Hinsicht in der technischen Entwicklung einfach so aus. Oder ich nenne es auch nicht 31, sondern 3i, nämlich IP, Immersion und Interactivity. Das sind so diese 3i-Stellen, die jetzt da auf uns zukommen und die uns da irgendwo in so ein Spannungsdreieck jetzt bringen. Was ermöglicht denn diese objektbasierte Produktion? Versuchen wir mal ein paar der positiven Eigenschaften, die wir uns momentan davon versprechen, mal zusammenzufassen. Also Adaptivität. Okay, anpassungsfähig. Immersivität, könnte irgendwas mit Raumklang zu tun haben. Personalisierung, wie gesagt, an das Gerät, an die Nutzungssituation. Und unter Umständen kann ich sogar noch als Nutzer damit interagieren. Einfaches Beispiel, Adaptivität, vorhin schon genannt. Ja, okay, wie wäre es denn? Ist der Reporter beim Fußballspiel mir jetzt zu leise, hätte ich gern mehr Stadion-Atmo oder ich kann den Typen ohnehin nicht ausstehen oder ich verstehe ihn auch schlecht, weil ich irgendwann mit fortgeschrittenem Alter vielleicht nicht mehr so diese Demaskierungsmöglichkeiten habe, also das Nutzsignal zu erkennen. Also wäre es relativ einfach zu sagen, okay, regle ich halt ein bisschen die Sprachverständlichkeit gegenüber der Atmo nach oder kann es auch automatisch machen, wenn ich weiß, wie sind die Umgebungsgeräusche. Kollegen bei der BBC haben das schon mal mit einer Fußballreportage gemacht, was ganz schick war. Ich konnte nicht nur die Commentary Balance einstellen, sondern, das war dann der Extra-Gag, mich sogar noch entscheiden, in welche der Fankurven ich sitzen wollte. Immersivität, okay, 3D-Audio, jetzt sind wir schon in dem Thema, was viele von Ihnen sicherlich interessiert. Auch die Kollegen bei der BBC haben mit dem hinlänglich bekannten System IoSono schon vor 2 oder 3 Jahren ein Hörspiel produziert. Man sieht hier so schön, in der Abhörer hatten sie wirklich die 22.2 Lautsprecher, die haben auch so ein Studio sich jetzt eingerichtet und haben so gemischt.
wer es einmal so gehört hat, ich durfte es mal so hören, das ist toll, es gibt da schöne Szenen, Pinocchio, der Wal und das Ding geht nach unten wie großes Kino für das Hörspiel und haben hinterher die Fassungen, die sie brauchten, nämlich die Stereofassung für das normale Radio und die 5.1-Fassung gerendert. Es gibt sogar, glaube ich, eine Binauralfassung davon. Also das ist dann schon mit einer Mischung im Prinzip das einmal gemacht, aber dann dem Renderer überlassen, in welche Abhörsituation ich damit gehen will. Machen auch sowas immer wieder gerne, experimentell, jetzt nicht ganz in diesem Scale, aber immerhin auch sehr, sehr viel Binauralproduktionen, die sie wieder zusätzlich auch jetzt auf der Website anbieten. Macht nicht nur die BBC, ist hier jemand vom WDR? Sicherlich? Nein? Okay. Kollegen auch dort machen sehr viel jetzt Feature und Hörspiele wieder noch zusätzlich in einer binaural gerenderten Fassung, die sie vorher in der Mehrkanalfassung gemischt haben und das Ganze über eine Binauralsynthese. Zwei schöne Beispiele erst aus dem November, glaube ich, hier. Kommen wir zum Thema Personalisierung oder Anpassungsfähigkeit. Auch ein Beispiel von der BBC über objektbasiert. Ich kann, wenn es das Material hergibt und wenn es entsprechend ist, Sie haben ein Hörspiel, ein Feature an der Stelle mal semantisch auseinandergenommen, was ist die Haupterzählung, was sind die Seitenerzählstränge, was muss ich wissen, damit ich das verstehe und so weiter und so fort und haben anhand dieses Audiomaterials Semantic Notes gebildet und konnten dadurch das Ding adaptiv machen. Das heißt also, ich konnte die Länge variieren, ohne dass ich schneller ablaufen lasse, aber konnte sagen, wenn ich nur den Kern der Geschichte, den kann ich vielleicht in 12 Minuten erzählen, aber wenn ich alle Verästelungen wissen will, kann ich 30 Minuten draus machen. Ist auch eine Möglichkeit, heutzutage so zu denken für Erzählungen oder wie gesagt für Dokumentationen. Verschiedene Fassungen zu generieren, zu schneiden, kann ich ja unter Umständen auch während der Schnitts in der Produktion machen, machen wir ja öfters, muss ich auch, als habe jahrelang als Journalist praktisch gearbeitet, musste immer meine Beiträge immer mehrfach in der ARD verkaufen, wusste natürlich immer nach einer gewissen Zeit, okay, ich gehe zu einer Veranstaltung, muss aber ungefähr 4 verschiedene Beiträge machen. Ich schreibe nicht 4 verschiedene Beiträge, ich gestalte sie nur so in der Konzeptionierung, dass da Absätze drin sind, die halt mal zusätzlich sind und die ich wieder rausschmeißen kann. So habe ich also eine Variabilität in der Länge von 3,30 bis 9 Minuten immer wieder auch mal hinbekommen. Ist eine Frage der Konzeption, kann aber auch anders funktionieren heutzutage. Und letztes Beispiel, hier noch Interaktivität. Das glaube ich übrigens, weil wir es heute Morgen hatten, IP und Video. Das war auch ein Testfall für die. Gleichzeitig haben die im großen Stil mal IP-Video getestet bei den Commonwealth Games vor 2 Jahren. Ich glaube sogar in UHD. Und man konnte dann hinterher, war übrigens auch auf der IBC zu sehen, diese Demo, dann sich während dieser Live-Geschichte aus der Totalen heraus sozusagen in die einzelnen Veranstaltungen selber aktiv dann reinklicken. Geht auch. Und ich habe für die Kollegen vom IRT, für die ich dir heute auch ein bisschen stellvertretend sprechen darf, weil die ja nicht nur, weil sie bei uns in München sind, sondern weil sehr viel mit denen arbeite, haben wir auch vor 2 Jahren auf der Tonmeistertagung schon auch ein Beispiel binaural gezeigt in einem Rendering, wo ich so ein Stück konzipiert habe, eine Collage zum Thema Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo wahnsinnig viele O-Töne Atmos drin waren, die wir dann sozusagen umsetzen könnte in eine optische Variante und dann die Frage ist, wie navigiere ich mich durch das Stück durch, wenn ich diese einzelnen Audioobjekte dann hernehme. Und dann kommt aus so einer Story unter Umständen auch Verschiedenes gleichzeitig raus, also ich kann was, ein immersives Audio machen in 3D, haben wir vorproduziert, ganz normal in Pro Tools und haben halt hinterher eine 9.1-Mischung oder eine Binauralmischung draus generiert. Die Story personalisierbar machen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich will nur die deutschen O-Töne hören, alles andere interessiert mich momentan nicht, ich möchte nur die deutsche Perspektive. Oder eben, ich kann das Ganze vielleicht noch interaktiv mit irgendwelchen Visualisierungen dann in eine Oculus Rift zum Beispiel noch reinbringen und dann eben diesen Full Scale haben. Und dann entstehen dann solche Szenarien wie das hier. Das wäre jetzt mal nur die grafische Repräsentierung von dem, was da passiert. Ich habe die einzelnen Audioobjekte, die dann eben in dem Raum verteilt sind, die positioniert sind. Manche sind fest und manche bewegen sich noch dazu. Und das Ganze ist dann irgendwie so auch anwählbar.
durchaus vorstellbar. Das Ganze sieht dann vielleicht auch so in einem 3D-Sound-Umfeld so aus, dass es dann uns sozusagen mit der Rendering Engine oder mit dem Rendering Editor, mit dem Eddy sozusagen, und da sehen Sie, die schwarzen Punkte wären noch die entsprechenden Lautsprecher, um ungefähr festzustellen, wie sieht sowas in einem 3D-kanalbasierten Wiedergabesystem sozusagen aus. Wie gesagt, wir haben es auf Pro Tools produziert, ursprünglich mal Track-basiert, und haben das Ganze in den Rendering-Editor rein und dann in die Render-Engine über Linux und dann eine Binaural-Geschichte und auch anhand einer 9.1-Mischung im Studio dann überprüft und das Ganze dann in ein binaurales Rendering reingeschickt. Gut, das ist so das Szenario, was man sich alles vorstellen kann, aber wie geht man sowas in der Praxis dann an? Und da gibt es Gott sei Dank auch Entwicklungen, die von der Richtung Standardisierung laufen, zumindest auf der professionellen Ebene. Und dieses Format, was da entwickelt wurde, nennt sich ADM, Audio Definition Model, ist im Prinzip das, was wir alle kennen, das ist Pulskultmodulation, im Prinzip das, was wie ein WAV-File ist, aber eben mit der höheren Skalierbarkeit, von was nicht nur die Gigabyte-Grenzen anbelangt, sondern was die Metadaten anbelangt. Und damit kann ich in diesem Metadatensatz diese gesamten Steuerungsinformationen, das sind die Metadaten, die ich dafür brauche. Also diese Informationen zu jedem Objekt, was kann ich mit ihm, wo ist es im Raum positioniert, wann ist es der Inpunkt, wann ist es der Outpunkt. Sowas wurde schon, haben sich schon viele Leute, die solche technischen Papers schreiben können, sich schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, was da geht und was man dann hinterher eben ausspielen kann, sowohl im Web als auch vielleicht über MPK oder andere entsprechende Möglichkeiten der Codierung oder eben auch vorgerendert für das normale Radio. Das Ding ist dann eben dieses Paper, und wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber da sieht man mal nur so diese Struktur. Oben ist der Content-Part, sprich, also da wird benannt, was ist das für ein Audio-File, was ist der Titel dieses Audio-Files, vielleicht wer hat es komponiert, wenn es eine Musik ist und so weiter und so fort. Und der Format-Part beschreibt relativ genau die Zusatzinformationen, wie viele Audiokanäle brauche ich. Das geht skalierbar eben von Mono über Stereo bis 22, I don't know whatsoever. Das geht, glaube ich, das ist nicht mal so festgelegt, das kann man alles rein beschreiben. Oder eben auch Higher Order Ambisonics und was auch immer, das alles in diesem Format universell abgespeichert werden kann. Ja, nochmal zusammenfassen an der Stelle, kanalbasiert kennen wir, also wir haben unsere Mikrofone diskret, schicken die übers Mischpult, pennen die, weisen die wieder zwei oder mehreren Ausspielspuren zu und kriegen einmal diese Situation. Objektbasiert, ja, ich gehe auch über ein Mischpult, was war wahrscheinlich ein bisschen anders funktioniert als das, was wir bisher kennen. Habe die jeweiligen Metadaten dabei und beim Produzieren natürlich aber erst recht sozusagen in der Belieferung an den Hörer, an das Auditorium, findet also dann dieses irgendwann im Endgerät dieses Rendering statt und ich habe halt die Möglichkeiten dann unter verschiedenen Situationen auch verschiedene Raumklänge oder auch verschiedene Interaktivitäten darzustellen. Es gibt dazu eine Demo. Ich habe noch überlegt, ob ich sie tatsächlich hier live, ob wir sie vorführen, aber ich glaube, das lassen wir auch angesichts der Zeit, weil es hätte schon ein bisschen Vorbereitung gekostet. Aber ich kann Sie nur darauf verweisen, die Kollegen vom IRT haben da auch so eine Geschichte jetzt aufgesetzt, was jetzt schon geht. Und zwar das Interessante ist, da passiert alles im Browser. Und zwar in einem der, es muss ein neuer Browser sein, also relativ neuer Browser, am besten Google Chrome allerdings geeignet. Er muss diese Web Audio API unterstützen. Und dann kann man sich zum Beispiel, hier zum Beispiel eine 360-Grad-Videogeschichte, können Sie dann mit der Maus, wie gesagt, auf Mobilgeräten geht es nicht so gut. Es geht immer noch, weil es da so Kompatibilitätsschwierigkeiten mit den Browsern teilweise noch gibt, auf den kleinen Geräten. Aber man kann sich zum Beispiel tatsächlich in der Terra X-Demo vom ZDF durch ein 360-Grad-Video mit tatsächlich der Vulkan explodiert und wenn Sie einen Kopfhörer aufhaben, wenn Sie sich drehen, passiert das dann auch tatsächlich akustisch entsprechend, so wie das im Foto, wie das im Film gerade eben passiert. Oder eben eine ganz nette Geschichte auch, hier so zwei Szenen, ein Barockquartett, was mit verschiedenen Mikrofontechniken aufgenommen wurde.
und Sie können jeweils diese einzelnen Dinger an- und abklicken und können die auch frei im Raum bewegen und bekommen das Ganze im Browser binaural gerendert. Also Sie können tatsächlich also das eine Objekt nehmen, ziehen sich so vor die Nase und ziehen es nach hinten. Wie gesagt, das Rendering von dem Browser funktioniert im Binaural. Es gibt aber bessere Methoden und da gibt es momentan sehr, sehr starke Überlegungen, auch seitens der ITU, die für uns das Standardisierungsgremium an der Stelle in Genf auch ist, da einen wirklich Baseline-Renderer, wie die das nennen, zu entwickeln, der halt wirklich alle Optionen drin hat. Aber um einfach mal mitzubekommen, ich lade mir eine sogenannte Audioszene aus dem Internet in einen Browser und alles andere passiert nur noch in meinem Browser. Also nicht irgendwo jetzt bei irgendjemand anderem, sondern bei ihm auf dem Endgerät. Einfach mal diese Vorstellung zu bekommen, was da möglich ist, ist das schon mal sehr, sehr interessant und lässt ein bisschen in die Richtung gucken, was da in Zukunft auf uns zukommt. Wir machen das Ganze mittlerweile in einem Forschungsverbund, das heißt Orpheus. Warum es Orpheus heißt, sieht man unten, das heißt Object-Based Broadcasting for European Leadership in Next Generation Audio Experiences. Kann man sich nicht merken, deswegen auch ganz kurz Orpheus. Und Sie sehen, da ist dabei das Fraunhofer IIS in Erlangen, sehr stark natürlich vertreten wegen MPK, BBC Research and Development in Manchester, die Audio Group dort mit Frank Melchior, das IRT in München, auch schon heute mehrfach genannt, die Firma Eurescom sitzt nicht so weit von hier, die sitzt in Heidelberg. Die ist aber spezialisiert auf Technologie und nimmt uns sehr, sehr viel von dem administrativen Kram seitens der Europäischen Kommission ab, weil diese Forschungsprojekte auch immer wahnsinnig aufwendig sind. Da wollen die Bürokraten immer alles sehr, sehr genau wissen. Das ist gut, da einen Partner zu haben, dass wir uns da nicht auch noch drum kümmern müssen, um dieses ganze Paperwork. Ja, und dann wird es interessant, die Firma Trinov, kennen wahrscheinlich auch einige von Ihnen, die sitzen in Frankreich, die rüsten dort sehr, sehr viele Kinos aus, aber sind auch im High-End- und im Audiobereich vertreten. Die sind natürlich sehr stark interessiert daran, wie muss der Renderer in einem guten, hochqualitativen Endgerät funktionieren. Die Firma Beacom, das ist auch ein Institut de Recherche Technologique in Frankreich, wo verschiedene Stakeholder drin sind, France Télévision und ich weiß nicht noch wer. Das IRCAM in Paris, auch bekannt, weil die sehr, sehr stark natürlich sich auch mit Akustik und so weiter und sehr, sehr starke Forschungsabteilungen in der Richtung haben, was auch Ambisonics anbelangt. Elephant Candy aus Amsterdam, die können sehr, sehr viel auf Apps machen mit Audioanwendungen und sehr, sehr spannende Sachen. Und die Firma Magix kennen auch die meisten von Ihnen. Die wollen natürlich wissen, wie sieht das Ganze dann mal in der DAW aus oder was sind da so die Anforderungen, um diese Metadaten so in der DAW zu verarbeiten, dass Sie es am Mischpult unbedingterweise nicht mal merken müssen. Weil die größte Angst hat natürlich jeder Toningenieur, um Gottes Willen, muss ich jetzt das Hacken in irgendeine Tastatur, um Metadaten einzugeben, anfangen, sondern dass das eben, wie es eben da so funktionieren soll. Ja, und wir beim BR, weil uns natürlich interessiert, wie das Ganze vielleicht mal in der Rundfunkzukunft sich dann praktisch aussieht. Wie gesagt, so sind wir aufgestellt. Wir werden auch von der EBU supported. Und wir haben uns schon die Aufgabe gemacht, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal anhand von einigen Piloten diese Kette durchzuspielen. Innerhalb der nächsten Jahre sind es noch fast 2,5 Jahre, ein bisschen mehr als 2 Jahre haben wir Zeit dafür. Eben von der Kreation über die Produktion, Speicherung, Verbreitung und bis zur Wiedergabe. Und haben eben auch gesagt, okay, bei der Kreation wollen wir auch wissen, was sind die Stories unter Umständen für Inhalte, sage ich jetzt mal Spoken Word, wie muss ich mit lichtlinearem Storytelling umgehen, welche Sachen brauche ich da, was kann ich für Interaktivitäten mir am Anfang wünschen oder welche sind denn sinnvoll, vielleicht auch gar keine, kann ja auch sein. Wie soll die Aufnahme dann aussehen, was muss ich in der DAW machen, wie kann ich die Qualität kontrollieren, welche Formate, Interfaces braucht man zur Speicherung und welche Codecs. Das wissen wir alle, es geht nicht von A nach B, sondern da sind immer wieder Datentransporten, das Ganze auch Richtung IP natürlich basiert an der Stelle sehr stark, müssen wir wissen, welche Protokolle und Codecs verwendet werden, wie kann ich sowas bereitstellen, wie kann ich es verteilen und was passiert dann sozusagen in der Wiedergabe beim Rendering, User Interfaces
und wie kann ich die Qualität beim Endkunden sicherstellen. Und dementsprechend, hoppla, jetzt bin ich mal ein bisschen zu weit gesprungen, so, deswegen ist auch die Zusammenstellung so, weil eben jede der beteiligten Firmen hat da in den verschiedenen Bereichen dann auch so eine hohe Expertise und wir können, glaube ich, an der Stelle zusammen mal dieses unbekannte Feld von objektbasierter Produktion für den Rundfunk relativ umzirkeln. Ja, fast zum Abschluss. Ist jetzt gerade fast, ich glaube, müsste seit heute publiziert sein. Wir müssen ja, wie gesagt, immer wieder da auch Bericht abgeben. Deliveries liefern heißt es. Wenn wir uns angucken, wir haben mal gerade so letztens so eine Skizze gemacht, das kennen Sie alle, so wie ist denn so ein Live-Konzert, eine sehr, sehr vereinfachte, schematische Darstellung, aber wenn man sagt, okay, wir sind irgendwo draußen, haben einen Übertragungswagen dort, da steht das Mischpult drin, wir nehmen was auf, wenn wir es live machen, schicken wir es entweder über ISDN, über Codex oder bei Mehrkanal, wie auch immer, auch über eine Satellitenstrecke, zum Beispiel ins Funkhaus. Das machen wir beim BR, wie gesagt, jede Woche. Entweder eine 2-Gigabit-Verbindung, die zwischen Herkulessaal oder Nationaltheater bei uns steht. Oder wir machen auch mal, wenn es 500 Meter runter die Straße ist, beim Zirkus Krone über eine Satellitenverbindung ins Funkhaus. Das geht einfach am allerbesten. Geschlossenes Netzwerk und so weiter. Und dann eben dazu hat man natürlich im Funkhaus seine nochmal ein Mischpult, wo es drüber läuft oder eine Betriebszentrale, hat eine DAW im Hintergrund als Standby, wenn irgendwas ausfällt, damit man noch was machen kann und natürlich einen Sprecher. Wenn man das Ganze mal Richtung IP-basiert sich überlegt, und wie gesagt, das ist jetzt nur mal eine Idealvorstellung, so wird es sicherlich nicht sein, aber dann kennt man schon, wie gesagt, vorhin auch vom Video, die Überlegung, ja, man könnte es auch so lesen, dass man natürlich an der Stelle an dem Venue eigentlich nur noch eine IP-basierte Stagebox hat, das Ganze über eine Netzwerkverbindung ins Funkhaus schickt und dort in einer, sage ich jetzt mal, kontrollierten Umgebung, die vielleicht auch die für den Tonmeister am besten bekannteste ist, eine Mischung stattfindet und das Ganze dann so auch wieder weiterverbreitet. Hat natürlich immer seine Hasenfüße, ich brauche Leute vor Ort, ist vollkommen klar. Aber das sind so Szenarien, die man sich durchaus auch im großen Scale bei Video überlegt, nicht mehr ein komplettes Team zu einer großen Ski- oder Sportveranstaltung schicken zu müssen, sondern die Bildregie tatsächlich, wenn es IP-basiert ist und connected ist, dann sozusagen nur noch im Funkhaus stattfinden zu lassen. Gibt da schon nicht nur, weil es wie gesagt so schön ist, sondern weil wir eben verschiedene Sachen an der Stelle lösen möchte. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also wenn wir jetzt objektbasiert so ganz kurz skizziert mal zusammenfassen, dann, ich habe es am Anfang gesagt, bisher ist digital eigentlich das Abbild des Analogen. Dann ist dieser Ansatz, dieser andere gedankliche Ansatz an der Stelle dann doch nach heutigem Ermessen zumindest der konsequente, innovative und universelle Ansatz der Medienproduktion. Ist auch ein essentieller Bestandteil der crossmedialen Produktion. Wir sind alle in den Funkhäusern momentan dabei, vorher getrennte Silos von Hörfunk und Fernsehen zusammenzuschmeißen. Das ist auch noch eine Geschichte, die ganz an einer anderen Baustelle bei uns stattfindet. Sie ist skalierbar, sie ist integrativ und sie ist genuin digital. Und insofern, ja, nach heutigem Kenntnisstand, sicherlich jetzt an der Stelle geeignet für den Übergang vom linearen ins nichtlineare Programm, von On-Air zu On-Demand und von Broadcast zu Broadband. Oder vielleicht auch ein bisschen spöttisch gesagt, naja, ist es sowas wie 4D. 3D-Audio, wenn man es nutzt, in der vierten Dimension Zeit variierbar und relativierbar. Zum Abschluss, more to come. Bei der Tonmeistertagen, es wird nach meinem Kenntnisstand an dem ersten Tag einen IRT-Thementag in diesem Gesamtkomplex objektbasiertes Audio geben. Und ansonsten, wer in der Zwischenzeit ein bisschen was über uns erfahren will, über dieses Konsortium, was wir so treiben, entweder unter www.orpheus-audio.eu oder über Twitter @orpheusaudio.com. @orpheusaudio.com. Herzlichen Dank. Fragen? Gibt es schon die ersten Fragen?
Ja, also meine Frage ist vielleicht eher ein bisschen in Richtung, die politische Richtung, was man damit dann im Endeffekt anfangen kann, weil im Internet wird ja im Moment relativ viel Geld damit verdient, dass man Daten von seinen Usern einsammelt. Also man bietet sozusagen einen gewissen Service, den unter Umständen umsonst eine Bezahlung ist, die Information, die der User durch die Benutzung liefert. Wenn Sie jetzt von Personalisierung reden, dann hat bei mir sozusagen da eine gewisse Assoziation im Kopf stattgefunden. Ist das zufällig oder ist das genau das, was sich die Rundfunkanstalten auch überlegen? Das heißt, machen die Rundfunkanstalten in dieser Hinsicht das Gleiche oder versuchen das Gleiche zu tun wie andere kommerzielle Anbieter im Internet jetzt auch schon? Ja. Oder ist das ein grundlegend anderer Ansatz? Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt, auch in der Diskussion für die Zukunft, gebe ich voll und gerne zu. Ich bin da auch sehr gespannt, mit was man da um die Ecke kommen wird. Auf der einen Seite ist klar, wir möchten natürlich, oder jeder möchte gerne wissen, was wird denn von dem Zeug, was ich draußen mache, genutzt und wie wird es genutzt? Aber jeder, der eine Website betreibt mit einem WordPress-Blog, der weiß, wenn ich dann irgendwas wissen will, dann muss ich meine IPs unter Umständen sozusagen anonymisieren. Das heißt, ich kann eine statistische Auswertung fahren. Datenschutzrechtlich gesehen, ich bin jetzt kein Jurist, um Gottes Willen, aber das wird eine spannende Diskussion einerseits natürlich schon werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist eine Lösung vielleicht nicht mal so völlig von der Hand zu weisen, dahingehend, dass man sagt, es findet ja das Rendering ohnehin im Gerät statt. Also können auch die Daten, die ich individuell dann generiere, für diese Nutzung, muss ich ja nicht zunächst irgendwo anders hin zurückspielen, damit ich dann wieder was Neues bekomme, sondern ich kriege tatsächlich das Paket. Und diese Verwaltung sozusagen der Daten oder was könnte da kritisch sein oder was auch immer, was mache ich damit, könnte auf dem Gerät stattfinden. Das wird eine sehr, sehr spannende Frage, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich bin da auch sehr, sehr gespalten, was dieses Thema anbelangt. Aber auf der anderen Seite, jeder von uns würde gerne wissen, ja, wir haben schon immer gerne gewusst, ne? Ist es jetzt tatsächlich diese Einschaltquoten, wenn ich jetzt an die Medienanalyse denke, stimmen die denn tatsächlich so oder ist es nicht nur eine Aufmerksamkeitswährung? Wird eine spannende Diskussion, naja, wahrscheinlich auch eine harte Diskussion. Bei den Einschaltquoten geht es ja auch darum, wie wichtig ist das denn wirklich? Richtig. Also ich meine, man kann ja auch nicht alles einfach direkt runter auf irgendwelche finanziellen Dinge runterrechnen. Aber die Frage ist genauso, ich meine, aber das geben Sie mittlerweile bei jeder Webseite natürlich auch schon. Ne? Wie gesagt, die Frage, weiß ich auch, wer steckt dahinter? Also ich meine, muss ich es angeben? Die Möglichkeiten sind klar. Es geht eher darum, geht die Motivation auch in die Richtung. Also im Extremfall wird der Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland möglicherweise versuchen, Geld zu verdienen über die Daten, die er von seinen Benutzern abgreift. Das glaube ich an der Stelle nicht, weil da wird wahrscheinlich vorher der Gesetzgeber dagegen sein. Also wenn die das überhaupt mitbekommen würden. Irgendwann kriegen Sie es mit. Ja, nein, aber Sie haben vollkommen recht. Die Diskussion hat gerade in den letzten Tagen schon bei der BBC stattgefunden. Die wurden da schon in die Richtung nämlich sehr, sehr genau betrachtet. Und auf der einen Seite ist ja England sehr, sehr spannend, weil die haben eigentlich einen relativ hohen Freiheitsbegriff. Ich sag mal, eigentlich noch einen höheren Freiheitsbegriff als wir in vielerlei Hinsicht, gehen aber mit ihren eigenen Daten fast sorgloser um. Also das wird, wie gesagt, aber ich bin jetzt nicht der Datenspezialist oder Datenschutzbeauftragte an der Stelle, aber da werden wir wahrscheinlich noch spannende Geschichten erleben, ja. Danke. Jetzt haben wir ja unter anderem auch heute gelernt, dass Qualität, Audioqualität teilweise sehr filigrane Dinge beinhaltet. Wenn ich mir denn dieses Konzept anschaue, dann stelle ich fest, dass da Renderer ganz rechts im Wiedergabeteil zum Tragen kommen, die doch unter Umständen sehr massive Eingriffe in Audiomaterial vornehmen. Frage von daher, Sie zeichneten auch ein, dass Sie eine Qualitätssicherung bei der Produktion machen. Müssten wir die nicht eigentlich eher hinten machen? Oder ist das Ganze vielleicht sogar so zu sehen, dass es eher nur bei effekthascherischen Dingen funktioniert? Also Fußballspielen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich kann Ihnen an der Stelle nur immer, bin schon relativ tief drin in der Materie, aber ich kann Ihnen nur an der Stelle ein interessantes Beispiel vielleicht nennen, was die Kollegen gerade vom IRCAM diskutieren. Wenn ich natürliche akustische Situation habe
und ich möchte jetzt transportieren und möchte tatsächlich das Optimale transportieren an der Stelle, dann muss ich ja eigentlich die Rauminformationen des Raumes vorher sozusagen als Metadatum definiert haben, damit ich es mitschicken kann, um es tatsächlich im Renderer adaptiv dann anpassen zu können. Die überlegen tatsächlich, wie sowas geht. Also nicht nur, dass ich sage, ich nehme halt den Hall einfach mit oder nehme den Hallanteil mit und mache im Prinzip nur noch das, was wir heutzutage auch machen. Ich regle nur den Return weiter auf oder weniger an, damit der Hallanteil lauter ist oder anders, sondern tatsächlich sowas. Wie gesagt, da sind viele Probleme noch nicht gelöst. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Deswegen ist es ja ein Forschungsprojekt zu gucken, was ist denn überhaupt machbar, was ist sinnvoll. Also es geht schon auch um die Frage, überhaupt zu sagen, ja, denkbar ist vieles. Ist es machbar oder ist es tatsächlich praktikabel? Also das ist das Schöne, sage ich jetzt mal, an einem Forschungsfeld, wo ich dann sagen kann, ich muss jetzt hinterher, da kommt jetzt kein Produkt raus. Also das ist jetzt nicht so wie andere Projekte, die dann hinterher ein verwertbares Produkt haben wollen, sondern da geht es tatsächlich erstmal nur zu sagen, was ist machbar, was ist denkbar und was ist realisierbar und wünschbar. Wer wissen wir noch nicht. Haben Sie denn auch schon mal an den Nutzer gedacht? Gibt es Untersuchungen dazu, ob Ihr Publikum, ob Ihre Zuhörer eine derartige Art Rundfunk wollen? Denn ich sag mal, für mich persönlich ist es so, dass ich eigentlich mich nicht ums Rundfunkprogramm kümmern will. Ich schalte was ein, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Ich würde nicht im Traum dran denken, zu sagen, ich mische mir das jetzt hier, ich ändere die Länge. Wenn ich mich aktiv drum kümmern muss, dann würde ich keinen Rundfunk einschalten, dann wähle ich ein anderes Medium. Also ja. Mich würden Sie komplett verlieren, zu 100% als Rundfunknutzer in der Form. Insofern finde ich das nicht ganz korrekt, wenn Sie sagen, was ist machbar, was könnten wir alles leisten. Deshalb denke ich, man sollte erst mal fragen, was will denn das Publikum? Die BBC ist an der Stelle deutlich weiter und deutlich besser als das, was die ARD an der Stelle momentan anzubieten hat. Ganz einfach deswegen, weil sie zentralistischer ist. Die machen tatsächlich schon seit einiger Zeit diese Experimente zu verschiedenen Angelegenheiten und wie kommt sowas beim Nutzer an, auf einer eigenen Plattform. Das heißt, diese Hörbeispiele mit den Binauralen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, von denen, die sind erhältlich eine gewisse Zeit lang, ich glaube so einen Monat oder zwei Monate, auf einer Plattform, die heißt BBC Taster. Und da können Sie sich einmal das hier antun und da kriegen Sie hinterher tatsächlich dann auch mit der Bitte und Aufforderung zu sagen, was hat Ihnen gefallen, was haben Sie genutzt oder wie auch immer. Also die machen da schon statistische Auswertungen darüber, was auf der einen Seite jetzt auch wieder interessanterweise natürlich gerade auch mit der Datenschutzfrage auch wieder an der Stelle zusammenkommt. Also wie weit wollen wir tatsächlich die Hörerbedürfnisse? Es heißt ja nicht, dass Sie hier interaktiv werden müssen. Sie können es auch einfach sagen, ich will die Standardfassung. Aber die Frage ist halt tatsächlich in diesem Gesamtszenario mit der Zukunft. Und wenn wir gerade an die junge Generation denken, auch bei uns im Hause, die wollen viel, viel mehr noch wissen, okay, will ich jetzt, skippe ich nach vorne, kann ich wieder zurück an den Anfang von dem Stück oder kann ich es überspringen, weil ich einfach in der Reihenfolge woanders sein will. Kann ich sowas noch in einem linearen Rundfunkprogramm oder in einem Programm an der Stelle, wie gesagt, wir reden jetzt mal nur vom Radio, so abbilden oder auch nicht? Und das sind natürlich, die Fragen tauchen halt auf, ansonsten kommen irgendwann die anderen Anbieter und wir sagen, ja, wir machen halt nach wie vor lineares Programm, ja, aber also deswegen müssen wir auch an der Stelle auch denken, was sind Nutzungsszenarien auch für die Leute in Zukunft? Ja, ganz kurz dazu noch die Bemerkung, das heißt ja gar nicht, dass man sich jetzt sein eigenes Hörspiel schreiben muss unbedingt, aber allein die Möglichkeit, in einer guten Abhörsituation zu Hause zu sitzen und einfach mal den Optimod auszuschalten. Ja, indem man nämlich sagt, die Kompression, die für die Autobahn gedacht ist, im Privatfunk, die kann ich dann einfach deaktivieren, weil die ist bei mir im Endgerät. Das wäre für mich schon ein Riesengewinn und allein schon deshalb ein Argument, eine solche Art der Content-Verbreitung zu unterstützen. Also da ist auch ein schönes Beispiel, wir haben in Deutschland, und jetzt rede ich nicht so pro domo, aber tatsächlich auch eine Situation, die mir auch nicht gefällt, ist, dass wir zum Beispiel auch über DAB immer noch, ich rede mal jetzt nur vom Bayerischen Rundfunk, Klammer, aber nicht so weit, wir machen da immer noch das gleiche Soundprocessing wie für UKW. Warum? Gute Frage. Aber das ist tatsächlich der Witz dabei, damit versaut man sich das Signal.
Ja, die gesamte Signalkette über UKW mit den Prozessoren, also ich rede jetzt nicht von Optimode, aber so gewisse Standard-UKW-Sachen brauche ich halt einfach in der Hochfrequenztechnik, die ich transportieren will, damit ich ein gutes Geräuschspannungsabstand und verschiedene Signale habe. Das machen wir halt auch. Die BBC macht es zum Beispiel nicht. Da kriegen Sie auch den Internetstream ohne Optimode und sonstige Geschichten. Also das sind tatsächlich solche Dinge, ja, das wird nachgefragt. Wann brauche ich das im Auto, in welcher Hörsituation, aber zu Hause möchte ich es nicht haben. Und ich kann immer nur sagen, wer BR Classic am besten hören will, ja, der sollte bitte den Satelliten benutzen, weil an der Stelle ist halt wirklich kein Dynamikkompression drin, da geht das Signal ohne irgendwelche Hubs und sonstige Geschichten dann eben drauf. Ist aber der einzige Verbreitungsweg. Aber kriegen Sie halt nur, wenn Sie über Satellit hören. Ja, die Diskussion um den Kompressor ist ja sehr interessant. Allerdings denke ich, dass in einem Gremium jetzt, wo nur Leute sitzen, die sich mit Ton sehr gut auskennen, wir können da ganz andere Einstellungen vornehmen. Wenn ich jetzt mal schaue an andere Generationen, jetzt über uns und die Eltern oder vielleicht auch noch die Großeltern, wenn da jetzt eine Funktion wäre im Internet oder beim Fernsehkompressor, und selbst wenn da nur ein Threshold, ein Ratio und noch nie oder so ist und eine Attack, ich glaube, so wirklich viel anfangen damit könnten die wohl nicht. Und also das User Interface darf ja so nicht aussehen. Ja, so. Ja. Das ist klar. Also der braucht einen einfachen Regler zu sagen, ich möchte bitte mehr Sprachverständlichkeit, ja oder nein. Oder weniger Nebengeräusche. Das wäre schon die Lösung für den Tatortfall gewesen. Und Entschuldigung, jeder hat das Zeug eigentlich, das Zeug liegt ja diskret vor, es ist ja nicht eine Gesamtmischung vorhanden, sondern es liegt ja in der objektbasierten Welt als Einzelobjekt sozusagen, oder liegt jetzt als Gruppe von Einzelobjekten dann eben auch vor und kann auch angepasst werden. Also ich persönlich finde die Idee auch ganz toll, nur die Überlegung, so mehr Funktion, die ich einstellbar mache und jetzt zur Verfügung stelle, da muss ich die ja auch spezifizieren und da wird es ja auch immer komplizierter für den Nutzer. Entschuldigen Sie, Sie denken zu technisch. Also wie gesagt, das ist genau die Frage der Usability, da braucht man dann Fachleute an der Stelle, die halt einfach sagen, nein, der will ja jetzt nicht die technischen Details, sondern er will einfach eine Funktion, ich will einfach den Dialog lauter haben. Punkt. Fertig, Feierabend. Und dann muss halt klar sein, in den dahinter technisch gefundenen Beregelungen, dann muss der halt um 3 oder 4 dB angehoben werden, diese Gruppe von Objekten, oder wenn es denn überhaupt verschiedene Objekte sind, lassen wir mal völlig dahingestellt, ist ja alles definierbar, und eben nicht. Also das ist eine Geschichte, da brauchen wir halt gute User-Interface-Designer, die sowas dann eben auch entsprechend an, und wie gesagt, auch so, ich glaube, nein, Dolby kenne ich zu wenig, Atmos, aber MPEG-H hat ja bekanntlich eben genau diese Dialog-Enhancement-Geschichte drin, wo ich sagen kann, okay, damit wird nur der Dialog angehoben oder gleichzeitig im anderen Level halt sämtliche andere gemischten Geschichten in den Hintergrund etwas mehr abgerückt. Natürlich kann ich die Freiheitsgrade, muss ich vorher definieren. Die kann ich nicht ad libitum von 0 bis so und so viel dB machen, sondern da wird es immer einen Grenzbereich geben, der halt vorher definiert werden muss. Das ist klar, aber das machen dann immer noch die Fachleute. Diese spannende Diskussion wird sicher weitergehen. Dafür ist ja auch euer Projekt da. Ihr wollt ja auch erstmal wissen, wofür ist es? Brauchen wir es überhaupt? Wenn wir es nicht brauchen, dann lassen wir es weg. Aber ich bin mir sicher, da wird es viele Aspekte geben, die wir brauchen werden. Es gibt ja auch nicht nur den Rundfunk. Es gibt ja eine ganze Palette von unterschiedlichen Aufgaben des Rundfunks, Entertainment etc. Wir haben auch viele Kunden aus dem Games-Bereich in den USA und die arbeiten natürlich schon längst objektbasiert. Das heißt, hier wird es auch Konvergenz geben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Aspekt noch ins Mikroforum reingekriegt haben. Der Aspekt der Zukunft. Auch wenn es den Tonmeister vielleicht heute noch nicht angeht, aber das wird sicher kommen. Und der BBC, wir haben es gehört, der macht da schon sehr viele Sachen. Und auch was die Neuentdeckung der Binauraltechnik angeht, da sehen wir viel im Augenblick auf uns zukommen. Deshalb vielen Dank, dass Sie hier waren und so spontan eingestiegen sind. Und auch hier der Durlacher Chill für Sie. Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung.